Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Sonntag und eigentlich ja nicht unser News-Tag, aber anlässlich der VGX Awards, die letzte Nacht vergeben wurden, dachten wir uns, machen wir eine Spezialausgabe. Und ja, viel mehr lässt sich auch nicht sagen. Viel Spaß dabei. Vor ein paar Folgen haben wir noch über ein neues Spiel von Walking Dead-Entwickler Telltale Games spekuliert. Jetzt wurden bei den VGX 2013 gleich zwei neue Titel von Telltale angekündigt, nur mit dem einen hat wohl keiner gerechnet. Tales from the Borderlands ist eine Kooperation zwischen Gearbox und Telltale Games. Dabei handelt es sich um eine episodenbasierende Adventure-Reihe im Borderlands-Universum. Wir verbinden Borderlands jetzt nicht unbedingt mit einer dramatischen, entscheidungsreichen Story, aber glauben, dass Telltale genau das daraus machen kann. Das andere Spiel, an dem Telltale Games arbeitet, ist Game of Thrones. Schon vor der Ankündigung gab es zahlreiche Gerüchte zu einem Telltale-Spiel zur Serie, jetzt haben sich eben diese Gerüchte bewahrheitet und wir können uns keinen besseren Entwickler für ein Game of Thrones-Spiel vorstellen. Viele Informationen oder gar Gameplay-Szenen gab es zwar noch nicht, wir freuen uns aber schon jetzt auf die Adventure-Reihe. And winter is coming. Nach all den Gerüchten in letzter Zeit hat so ziemlich jeder Spieler mit einem zweiten Teil zum Tomb Raider Reboot gerechnet. Stattdessen wurde lediglich eine Next-Gen-Version des alten Spiels angekündigt. Tomb Raider Definitive Edition nennt sich das Upgrade. Neben höherer Framerate und mehr grafischen Details wird nun auch Laras Haar physikalisch korrekt im Wind wehen. Wir mögen das Tomb Raider Reboot ja sehr gern. Die Ankündigung eines Nachfolgers hätten wir aber lieber gesehen. If I don't survive, none of us will. Nintendo war dieses Jahr zum ersten Mal bei den Spike TV Video Game Awards mit einer exklusiven Wii U-Ankündigung vertreten. Wer da jetzt an ein neues Zelda, F-Zero oder Star Fox dachte, tja, den müssen wir jetzt leider enttäuschen. Ready for the Mill kündigte lediglich einen neuen Charakter für das Anfang 2014 erscheinende Donkey Kong Country Tropical Freeze an. Cranky Kong wird spielbar sein. Doof nur, dass man das schon vorher wusste, die News wurde nämlich geleakt. Endlich gab es auch neue Informationen zum nächsten Spiel der Alan Wake-Macher. In Quantum Break geht es um ein fehlgeschlagenes Zeitexperiment, das die Zeit dazu bringt, unberechenbar anzuhalten, zurückzuspulen oder vorzuskippen. Es wird zwei Helden geben, die beide über sogenannte Time Powers verfügen. Mit denen kämpfen sie gegen die böse Corporation Monarch, deren Oberhaupt ebenfalls über Zeitkräfte verfügt. Neben diesen neuen Informationen zeigte Remedy kurz neue Gameplay-Szenen. What am I? Your prisoner? Just until I'm sure you're safe. Zwischen all den großen AAA-Explosionen war auch ein kleines Spiel namens Broken Age zu sehen. Das Kickstarter-Adventure von Double Fine wurde mit vielen neuen Spielszenen gezeigt, die wunderbar den großartigen Grafikstil des Spiels zeigen. Jack Black wurde bereits als Synchronsprecher enthüllt, jetzt gibt es sogar noch mehr Prominenz. Shay, einer der beiden spielbaren Hauptcharaktere, wird von Hollywood-Schauspieler Elijah Wood gesprochen. My name is Shay. And this is my life on the incubator vessel Bassa Nostra. Eine der größten Überraschungen bei den VGX war die Ankündigung eines neuen Indie-Titels von den Machern der Joe Danger-Spiele. No Man's Sky heißt das extrem ambitionierte Spiel, in dem man Unterwasserwelten erkunden kann, anschließend auf Landwälder durchstreift und danach in einem Raumschiff ins All fliegt, um große Weltraumschlachten zu schlagen. Aktuell klingt No Man's Sky stark nach einem Online-Rollenspiel, da man auch mit anderen Spielern zusammenspielt und von Planet zu Planet fliegt. Dass das Spiel dabei noch so gut aussieht und von gerade mal einer Handvoll Entwickler entwickelt wird, ist umso beeindruckender. No Man's Sky erscheint nächstes Jahr für Next-Gen-Konsolen. Die Links zu all diesen News und weiteren Informationen findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Das war unser News-Spezial. Wer die News am Samstag verpasst hat, der kann das da nachholen. Wer das Trivia am Donnerstag verpasst hat, der kann das da nachholen. Da ging es um Nintendo, sehr interessante Sachen bei rumgekommen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, weil der ist ja auch noch und Weihnachten kommt jetzt ja auch. Das ist zweiter Advent heute. Mensch, zweiter Advent, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Ich würde ja jetzt Dinge anzünden, aber kann ich nicht. Ärgerlich. Naja, nächstes Mal vielleicht.